Selbstbewusster als früher tritt André Schürrle seit der Weltmeisterschaft auf. Durch das Turnier hat er sich viel Respekt verschafft in seinem Verein Chelsea London und in der Nationalmannschaft. Über uns wurde viel geschrieben und alles war toll. Und ja, wir sind immer noch ein bisschen in dem Rausch, aber ja, uns bleibt keine andere Wahl. Keine andere Wahl, als in der EM-Qualifikation zu spielen, fernab vom Glanz einer Weltmeisterschaft. Schürrle war bei der WM der Prototyp dessen, was der Bundestrainer Spezialkraft nannte. Kein Platz in der Startelf, aber enorm wichtig als Joker. Mit Schürrle kam stets Leben ins deutsche Spiel. Es ist natürlich klar, dass ich lieber von Beginn an spiele und auch da schon gute Spiele gemacht habe und meine Tore auch mache. Aber gerade die Weltmeisterschaft hat es auch gezeigt, dass man als Joker, gerade wie ich, dann auch trotzdem seine Qualitäten zeigen kann, seine Tore machen kann, zeigen kann, was man drauf hat. Und die Rolle in der Weltmeisterschaft hat mir auf keinen Fall geschadet. Eine Rolle, die der Ex-Leverkusener in der EM-Qualifikation ablegen könnte. Denn wenn es gegen die Mannschaften von der Insel geht, dürften seine Erfahrungen aus England gefragt sein. Wir haben mit den Schotten, mit den Iren zwei Mannschaften, die wirklich alles reinlegen werden, die kämpfen werden, die um jeden Zentimeter kämpfen werden. Glaube schon, dass es schwere Spiele sein werden. Doch gerade vor André Schürrle haben die Spieler aus Schottland Respekt. Ihn würden sie lieber auf der Bank sehen als in der Startelf.